Beruhige dich! Siegfried, bitte bleib bei mir! Oh, ich geh doch nur was trinken. Ja, und dann kommst du nicht wieder? Ich kann mich nicht einfach gehen lassen und uns aufgeben! Das nennst du arbeiten? Such dir endlich einen richtigen Job. Das hatten wir doch schon. Meine Arbeitskolleginnen waren alle in Gefahr, weil du geglaubt hast, sie würden mit mir flirten. Deshalb bin ich jetzt Schriftsteller, arbeite zu Hause und bin einfach nur froh, dass ich nicht an den Tisch gekettet bin. Willst du damit sagen, dass ich eifersüchtig bin? Weißt doch, ihr Mann ist ein durchtrainiertes Model. Er geht regelmäßig ins Fitnesscenter, ist Vegetarier, raucht nicht, ist überall glatt rasiert und verwendet eine Aloe Vera Beauty Creme. Ja, und ich glaube immer noch, dass er schwul ist. Verdammt nochmal, Leo, reiß dich gefälligst zusammen. Das ist nur deine Frau. Deine Frau, verstehst du? Du hast hier nicht das Geringste zu befürchten. Meine Jakob! Gute nochmal. Was? Ah! Wer sind Sie? Ich bin Cat. Black Cat. Hör mir gut zu, Leo. Ich heiße Leo. Okay, Leo. Nicht deine Frau ist es, vor der du dich im Moment fürchten musst. Ich kann zu einer ganz bösen Miezekatze werden und kann Dinge mit dir anstellen, von denen du nicht mal träumst. Wow, also diesen Satz hätte jetzt meine Frau nicht hören dürfen. Es ist wirklich nie zu spät für Super Agent Black Cat. Es ist wirklich nie zu spät für Super Agent Black Cat. Es ist wirklich nie zu spät für Super Agent Black Cat. Es ist wirklich nie zu spät.